Mag mich nicht mehr. Ja, okay, das war mein Fehler. Da habe ich einfach mal. Ja, das ist aber wieder dieser Moment, der gekommen ist, ne, wo man einfach nur komplett resigniert und einfach nur noch funktioniert. Und man genau weiß, okay, das, was ich jetzt tue, ist eh scheiße. Und wenn es scheiße wird, regt man sich auf und fragt sich, warum das scheiße geworden ist. Vielleicht kennt ihr solche Momente. So fühle ich mich gerade. Ne? Weil ich gebe mir jetzt keine Mühe. Ich guck auch nicht mehr. Ich mache jetzt einfach den hier. Ich wollte eigentlich zuerst laufen. Hat wieder nicht funktioniert. Ja. Kann nicht mehr. Ohne Scheiß, ich muss auch wirklich sagen, weil jeder Tomb Raider-Teil, ne, den ich starte, ich überlege mir das immer 400 Mal, ne, weil es ist immer so eine gottverdammte Tortur für mich, ne. Und ich bin echt froh, wenn ich die PlayStation 1-Teile irgendwann mal fertig habe. Ich hab doch hier gedrückt! Vorher! Bevor ich nach vorne gezeigt habe, habe ich 4 gedrückt. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich... Ich meine, hiernach kommen noch 2 Teile, ja. Aber ich bin froh, wenn ich die scheiß 1, die 1er Teile durch habe. Echt. Weil, also okay, es mag sein, dass... Ich weiß jetzt nicht, wie die neueren Teile sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube, allein schon von der Steuerung her geht das alles so ein bisschen dynamischer, flotter zur Sache. Und wenn man dann mal einen Sprung verkackt, dass man dann nicht wieder eine halbe Stunde braucht, um hochzukommen. Ich meine, okay, ich könnte natürlich die ganze Zeit auch mal sterben dabei. Und das Schlimme ist, das wird hier sogar nicht mal einen Unterschied machen bei der Stelle. Wenn ich mir so recht überlege. Was, warum lässt du denn los? Ich kann nicht mehr. Ich beschwere mich jedes Mal bei jedem Tomb Raider-Teil, wenn ich in so einer Situation bin wie jetzt. Und auch hier frage ich mich jetzt, warum hat die Serie so einen gottverdammten Erfolg gehabt? Zerstört einen doch innerlich und zerfrisst einen. So. Gut, okay, die letzten 5 Minuten jetzt vom Gameplay her, sag ich mal, die hättet ihr jetzt von mir... Ja, konntet ihr vergessen. So, aber jetzt habe ich wieder vielleicht genug Motivation getankt, um vielleicht auch mal wieder was zu schaffen. Warten wir mal ab. Ja, ich habe jetzt 35 Minuten hier verbracht. Ist auch ein schöner Raum, da muss man auch dazu sagen. Und bei sowas zum Beispiel, was schreibe ich jetzt in die Beschreibung rein? Was für Thumbnails nehme ich? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich könnte immer das Gleiche nehmen. Na gut. So, dankeschön. Das müsste funktionieren, genau. Nur umdrehen. Nicht anfassen. So, die Schlange ist dort. So. Das Schlimme ist, ich bin jetzt an der Stelle... Ich hab doch 4 gedrückt, Mann! Ich verstehe es wirklich nicht. Das kotzt mich langsam echt an. Dass diese Eingabe, oder beziehungsweise die Registrierung der Eingabe, dass ich 4 drücke, so verzögert ist, ne? Also im Endeffekt, so von der Reihenfolge her, mache ich 4 vorne. Ne? Also ich meine, okay, da ist jetzt nicht so viel Zeit zwischen den Eingaben, ne? Wenn ich nur 4 drücke, passiert das. Ne? Wenn ich nach vorne drücke, dann fängt es an zu laufen. Gut, aber wenn ich 4 drücke und danach dann nach vorne zeigt, dann springt sie halt normalerweise, ne? Und jetzt hänge ich schon wieder in der Wand fest. Ich reil das nicht. Ich verstehe das nicht. Wie weit im Vorfeld muss ich denn 4 drücken? Okay, ich habe jetzt echt erst nach vorne gezeigt, als sie ihre scheiß Sprunganimation angesetzt hat. Und es hat echt funktioniert. Finde ich schrecklich. So. Ja, lass mich über das Spiel meckern, ey. Ihr seht doch, wie gut ich damit klarkomme. Wenn ihr mit, was weiß ich, schon 5 Ehen vollzogen habt, ist ja euer gutes Recht. So. Und deswegen, ne? Ganz ehrlich, deswegen. Warum haben die hier limitierte Möglichkeiten an Speichermöglichkeiten? Oder limitierte Möglichkeiten zum Speichern eingebaut. Warum? Was haben sich die Entwickler dabei bloß gedacht? Frage ich mich ernsthaft. Ersten Teil, okay, feste Speicherpunkte sehe ich ein, die man dann benutzen konnte oder nicht. Man konnte auch erstmal was anderes machen. Fand ich gut. Zweiter Teil, perfekt gemacht, ne? Aber warum haben die das hier so gemacht, wie sie getan haben? Das schaffe ich nicht. Ich schaffe das so nicht. Ich finde es erstaunlich, dass ich den Sprung beim ersten Mal irgendwie geschafft habe, ne?
Okay, ich hab's irgendwie überstanden. Klingen, 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 okay. Dann gucken wir irgendwo, was liegt. Aber an sich, warte mal. Eigentlich müsste ich so doch eigentlich ganz gut da durchkommen, oder? Sowohl als auch. Jojo. Oh Gott. Die Frage ist jetzt eher nur, wie komme ich jetzt darüber? Hoho. Also springen ist mir schon klar, ne? Aber. Aber wenn ich rückwärts hüpple, dann springe ich wahrscheinlich in die Klingen. Da habe ich im Echtzeit nicht so viel Bock drauf. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Sprung. Laufsprung, wie auch immer. Versuchen wir es doch einfach mal, oder? Da unten ist der Tod. Oh Gott! Wir haben den Sprung geschafft. Wird wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich das wie Tomb Raider 1-mäßig machen soll. Ich hab leider noch nicht weit genug hochgeladen, damit ich das bewerten kann, was ihr geschrieben habt. Von wegen, ja, mach das ruhig so. Jedes Mal, wenn du einen findest, haben wir 2, 3 in der Reserve, ne? Und dann ist das gut. Ich verstehe aber nicht, was ich hier soll. Um ehrlich zu sein. Das unten sieht für mich sehr nach Tod aus. Oder? Ja, ne? Liegt da irgendwas? Ich kann da echt zum Verreck nichts erkennen. Ne, da ist nichts. Da muss doch was sein, Herrgott. Ich schalte irgendwas. Hebel. Da ist auch nichts. Ich gehe echt kaputt. Wofür bin ich hier? Ich meine, ich bin nur auf der Suche, glaube ich, nach irgendeinem Schlüssel gewesen, ne? Ach, komm, weißt du was? Wir fressen mal einen Kristall. Ja, überschreibt den Scheiß. Ey, man kann jetzt sagen, wir haben etwas Fortschritt gemacht. Das ist traurig, ich weiß. Ah, okay. Es ist auch der Tod, der auf mich wartet. Aber wofür bin ich denn hier? Was könnte ich denn da machen? Also ich meine, der Weg hier, der war jetzt wirklich gar nicht so ohne. Und hier ist alles voller Fallen und sowas, ne? Heißt für mich erstmal, jo, das sieht doch mal nach dem richtigen Weg aus. Irgendwie. Denke ich, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Was hier noch irgendwas liegt, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Oder irgendwas machen kann. Komisch. Oh, gab es noch einen anderen Weg? Das glaube ich eigentlich nicht. Wir nehmen mal Fackeln. Wo sind sie denn? Da. Ja, komm, nimm. Da ist nix. Da ist nix. Oh. Guck mal, jetzt geht's auf jeden Fall nicht mehr so gut. Mit dem runter durchkrabbeln. Egal, können wir gleich neu laden. Da verstehe ich ihm ehrlich gesagt nicht, was ich hier will. Hier ist nichts einfach mal. Einfach mal nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich komme hier nicht weiter, ey. Kurz ins Essen. Hast du das nur das Ding da rausgefallen wahrscheinlich? Das ist nur der Tod.
Habe ich irgendwas gefunden oder so? Nee. Also, weil ich meine, kann ich ja auch nochmal eine Fackel zu verwenden. Ich meine, ich werde nochmal neu laden sowieso, aber... Guck mal, da ist nichts. Kann springen, wie ich lustig bin. Da ist nichts auf dem Boden, da ist nichts in der Wand. Ah. Ah. Ah, okay. Alles klar, ich habe da was gefunden. Aber echt, das scheitert hier bei dem Spiel bei mir bei allem. Wirklich komplett bei allem. Oh, ob Sachen ist zu sehen, zu schaffen, oh, zu erkennen, zu übersehen, das kriege ich ganz gut hin. Oh, es wird so ein schlimmes Let's Play. Es wird so ein schlimmes Let's Play. Ich habe auch die Erinnerung an, an die alten Teile so ein bisschen verloren, verdrängt. Nennt es, wie ihr wollt. Warst du derjenige welche? Tatsächlich. Na, guck mal, hier sieht er gar nicht so anders aus, ne? Nur im Fackelschein wurde es gerade sichtlich, dass ich hier mit dem agieren kann. Oh, muss ich rausziehen? Oder wie? Kann ich dich rausziehen? Nee, geht nicht. Oder hat er den Weg nach oben geöffnet? Nee, okay, nach vorne geht's nicht mehr. Nee. Hm. Ah! Ich will jetzt hier kein Labyrinth haben oder so eine Scheiße, ne? Ich werde hier, da kann man links oder rechts bestimmt auch nochmal so irgend so ein Gerät schieben. Dann kriegt man da vielleicht sogar nochmal ein Geheimnis. Ah, und hier ist der nächste Raum. Nur einfach mal schon mal vorbereitend. Muss ja nicht mehr erstmal alles im Nachhinein machen. Oh Gott. Habt ihr die Steine da oben gesehen? Ich hab da jetzt schon keine Lust mehr. Na gut. Lauf, Lara! Ach! Ja, ist auch nett, ne? Super. Ich weiß nicht, warum ich das überlebt habe, um ehrlich zu sein. Komme ich jetzt hier wieder raus, oder? Ich glaube, ich könnte sogar wieder rauskommen. Ich sehe nur leider nichts mehr wegen dem Stein im Gesicht. Da ist das, okay. Ja, guck mal, ich hab's geschafft. Hab zwar wieder viel zu viel Energie verloren, die unnötig war, ne? Aber macht ja nichts. So, okay. Aber warum. Ich frage mich aber ernsthaft, warum ich das überlebt habe. Die Räumung! So. Guck mal, damit wäre es geschafft gewesen, ohne Energie zu verlieren. Muss ich irgendwelche Fallen. Jetzt gerade zumindest noch nichts erkennen. Aber wir hatten schon lange kein Gegner mehr gehabt, deswegen. Ich habe gerade so ein ungutes Gefühl. Das Wasser. Tötet mich das? Oh, ich habe die Stacheln wirklich nicht gesehen, ohne Scheiß. Egal, egal. Ah, ich dachte eigentlich nur, vielleicht ist auf dem Vorsprung noch irgendein geiles Item oder so. Eieieiei, aber war wohl offensichtlich nicht der Fall. So, müssen wir halt wieder ein bisschen Schieberitis machen. Ist ja alles halb so wild. Na komm. Na komm schon. Ja, fein. So, ich habe jetzt echt nur große Panik, ey, dass ich jetzt irgendwo, ne, weil ich jetzt 20 Milliarden Kilometer irgendwo hingereist bin, nur um irgendwas zu finden, was ich dann aber übersehe. Ne, weil ich weiß ja noch nicht, worauf es jetzt hier alles hinausläuft, ne? Suche ich, also mache ich den ganzen Scheiß nur, um einen Schlüssel zu finden. Oder vielleicht um den Weg zu öffnen. Ich habe ja keine Ahnung, ne, wie es weitergeht. Wenn ich das ein bisschen zum Ziel geschafft habe, mit allen Fallen und Sprungscheiße und habt ihr nicht gesehen, ne, und dann irgendwie im Kreislauf bin ich jetzt nicht weiterkommen. Und mir auch denke, hm, nun. Und jetzt? Alles schön und gut.
So, guck mal. So geht doch auch. Dann wäre ich auf jeden Fall nicht so happy, muss ich sagen. So, dann von mir ist auch direkt ins Wasser. So, Splash. Ach, schon wieder. Eigentlich ist das ziemlich genau das, was ich befürchtet habe. Weil ich bin jetzt einmal im Kreis gelatscht. Ich bin wieder hier. Wo ich schon... Da komm, ich komm da nur her. Es hat mir nichts gebracht. Ich habe nichts gefunden, also... Es ist doch irgendwie nicht das Rätsel des Lösungs. Boah. Ich... Ohne Scheiß, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Habe ich was übersehen? Habe ich jetzt damit irgendwas getriggert oder... Ah, Gott. Ich denke mal, ich hätte irgendwas finden sollen. Habe ich irgendwas, was ich benutzen kann?